Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe hier mal aus Jux die Nord-Fun-Park-Kampagne gespielt und das hier auch zu Ende gemacht. Das ist nur mein letzter Speicherstand. Ist wie gesagt überhaupt nichts Neues, nur halt mit Nordeinheiten. Und diese letzte Mission, die fünfte hier, ist sowieso mit Dinos. Da ist sie also identisch. Wo sie sowieso identisch sind, bis auf die Einheiten, wie gesagt. Aber das hier sind eben dieselben Einheiten. Egal, das spielen wir jetzt nicht. Ich lösche auch das hier, damit wir es nie wieder sehen müssen. Und habe mich hier schon ein bisschen reingefunden und was vorbereitet, beziehungsweise alle Stände gelöscht. Hey, Moment, ich bin beim falschen. Shit, ich habe den falschen gelöscht, ne? Ist das der richtige gewesen? Der sieht gut aus. Dann löschen wir den Fünfer noch. Neben den Vierer. Denn ich habe gar kein Geld. Ah ja, ich habe da wohl was zu viel eingenommen. Ist ja auch egal, wir verkaufen das hier. Kaserne brauche ich für Ingenieure noch. Kann ich mal ein Kraftwerk verkaufen. Und dann werde ich mir erstmal einen Hammer der Gnade besorgen. Und Ingenieure. Brauche ich noch Einheiten irgendwie? War da was? Ich hab die. Es sieht so schön aus. Ich habe, ja, was habe ich denn? Ich brauche Ingenieur jedenfalls. Ich habe ein bisschen geguckt, wie es geht. Aber es gibt da halt auch irgendwie keine Patentlösung. Ich habe nicht genug Geld. Wo kriege ich denn jetzt Geld her? Ich hätte vielleicht irgendwie eins nicht einnehmen sollen, damit ich noch Ingenieur habe. Vielleicht hätte ich auch kein Flugfeld mehr gebrauchen müssen jetzt. Na egal, oder? Wir probieren es jetzt aus. Schicken den dazu. Ich glaube, die Leute hier brauche ich gar nicht unbedingt. Das ist halt ein bisschen Kuddelmuddel. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, aber das ist eine ganz komische Mission. Ich wüsste gerne, ob es da mal irgendwie eine Patentlösung vom Entwickler gibt. Denn die können, wenn sie weit genug weg sind, ich mach mal auf hier wieder, wenn sie weit genug weg sind, in dieser letzten Nordmission, beziehungsweise hier die eine Mission, können die das anschießen. Jetzt sehe ich natürlich leider nicht. Ich wollte, oh, wie schnell geht der denn kaputt, bitteschön. Ich wollte ihn einfach mal sehen. Ja, und jetzt trifft er mich trotzdem noch. Das war auch komisch. Kurios. Das ist die zweitschnellste Geschwindigkeitsstufe. Merkt man vielleicht. Und das ist dann auch nicht unbedingt so angenehm. Aber ich wollte jetzt nicht zu lange wieder hinauszögern. Jetzt sehe ich gar nicht viel. Und das Ding ist, der braucht auch ewig und schießt ja nicht daneben. Deswegen machen wir das mal noch schneller. Geht das überhaupt schneller oder muss ich wieder nach ganz unten rechts gehen dafür? Es wird repariert schon mal. Ich bin ganz unten rechts, also das ist eigentlich der Ort, wie wir im letzten Video gesehen haben, wo dann plötzlich alles rasend schnell geht. Man sieht nicht viel. Man muss leider so lange warten, damit man sich obenrum bewegen kann. War das auch wirklich der Weg, der zum Lichte führt? Mit dem Hammer der Gnade. Ich habe mich gerade gewundert, dass er wieder voll geheilt ist, aber es war ja ein neuer Versuch. Ich habe es ja wieder geladen gehabt. Er hier ist ein bisschen angeschlagen worden. Er soll mich mal ein ganzes Tiberium wegsammeln. Das will ich nämlich später nutzen. Und ich brauche auf jeden Fall den Bauhof. Der gibt nämlich ordentlich Kohle. Dann kann ich noch Ingenieur bauen und damit die Raffinerie einnehmen. Beziehungsweise ich nehme erst die Raffinerie ein, wenn der Sammler gerade drin ist. Vorher muss ich natürlich die ganzen Leute, die drin sind, killen. Das sind aber, glaube ich, nur Infanterieeinheiten und die kann ich schön mit ihm hier killen. Dauert mir gerade ein bisschen lang und es wird immer wieder repariert. Der schießt auch immer wieder daneben. Da könnte ich ja nochmal zum Raxiro bauen, den ich mir auch nicht leisten kann, denn der kostet zu viel. Denn die kosten alle zu viel. Ich sollte das Flugfeld verkaufen.
Da kommt auch kein Raxiro raus, leider. Und der braucht ewig zum Bauen, jetzt weil ich keine Energie habe. Gut, egal, ich kann mit ihm hier... Konnte man das von hier oben machen oder musste ich das hier... Ich glaube, ich musste da drinnen sein. Nee, musste ich nicht. Das müsste so gehen. Oh, mein Herz. Der kann weit schießen. Aber das müsste trotzdem gehen. Darf ich den nochmal wegkaufen? Raxiro bauen. Selbstverständlich. Mal gucken, ob ich das auch besser kann, ohne getroffen zu werden. Ich muss nämlich nur die Kraftwerke von denen zerstören, dann können die auch keinen Obelisk mehr nutzen. Hoffentlich kommt er da schnell durch. Ja, diesmal hat's geklappt. Und jetzt von hier aus, perfekt. Und jetzt sollten ein paar Leute hier darauf aufmerksam werden. Die sollten auch hier runterkommen zu mir. Jetzt mache ich mal ein bisschen langsamer, sicherheitshalber. Auf normale Geschwindigkeit. Zumindest halbwegs normal, wie ich das empfinde. Wie sie erstmal durchs Tiberium laufen, die witzvoll. Ich hoffe, das werden dann alle sein. Nicht, dass da noch welche drin sind. Aber es scheinen mir relativ wenige rausgekommen zu sein. Da sind bestimmt noch welche drin. Egal, wenn das Kraftwerk weg ist, müsste das der ganze Strom sein, hoffe ich mal. Und somit nichts mehr mit Obelisken. Möglich. Dann habe ich schon mal einiges erreicht und dann können wir uns nochmal versuchen an diesen dummen Geschütztürmen, die einen hier nerven. Und jetzt nervt das Tiberium hier halt noch, wenn ich da mit meinen Leuten durchlaufen will. Deine Infanterieeinheiten können, wie wir wissen, überhaupt nicht leiden, durchs Tiberium zu latschen, denn das ist giftig. Hier kann ich noch was kaputt machen. Er schießt aber auch ziemlich ungenau oftmals. Nein, du musst deine Kanone nicht neu ausrichten. Immer dasselbe Ziel. Aber das versteht er nicht. Gehen wir direkt mal hier drauf. Und im Prinzip brauche ich das Teil, glaube ich, jetzt gar nicht mehr. Höchstens halt, um die Mauer hier aufzumachen. Und der Raxiro ist bereit. Hoffentlich kann er weit genug schießen. Ich brauche ganz dringend Energie. Und wie wir schon erahnen konnten, man kann hier keine Panzer wirklich benutzen hier unten. Man kriegt die ja nicht über den Fluss. Aber später, wenn wir Glück haben, können wir ein MWF drüben aufbauen. Das werden wir dann sehen. Kommt der da noch dran? Ja. Da sollte dann offen genug sein. Jetzt bin ich gespannt. Oh! Es kann immer noch schießen. Scheiße! Wieso kann das immer noch schießen? Gut, dann darfst du noch mal drauf schießen. Aber deswegen immer ganz oft sichern. Ich glaube, jetzt läuft das alles auch flüssiger. Ich habe wieder was umgestellt. Ich stelle halt immer wieder um und probiere mich da aus an diesen Einstellungen. Jetzt gerade scheint doch alles wieder ganz in Ordnung zu sein. Hat er geschafft? Dann probieren wir es jetzt gerade nochmal. Ihn hier rüber zu kriegen. Wieso hat der Obelisk noch Saft? Ja, er geht wieder unten lang. Ich weiß nicht warum. Kriege ich den jetzt nicht mehr zurück? Das kann nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Moment. Ich müsste ihn doch eigentlich wenigstens hier hochkriegen. Mein Herz. So ein Mist. Ich speichere nie wieder, wenn ich ihn schon losgeschickt habe. Kriege ich hier nicht noch irgendein Kraftwerk klein? Sieht leider nicht so aus. So, ich habe ihn hinbekommen, dann muss ich ihn auch wieder zurückbekommen. Das muss gehen. Das muss gehen. Und ich hoffe mal, ein Raxiro reicht da als Hilfe. Wie langsam das ist. Ah gut, jetzt habe ich die Geschwindigkeit ja runtergestellt. So habe ich sie am liebsten, ne? Immer schön langsam. Ah, mit denen könnte ich dann ein bisschen Sicht erwirken. Mhm. Bis zum Obelisk. Oh, wie er überhaupt nicht getroffen wird, wie geil.
Ist das nur ein Obelisk, ein einziger? Jawohl, Sir. Dann speichern wir nochmal unter 2. Schön verschiedene Speicherstände nutzen. Jawohl, Sir. Dann gehen wir hier hoch und hoffentlich schaffen die das mit vereinten Kräften. Der Obelisk ist halt echt noch aktiv. Wie soll ich denn jetzt daran vorbeikommen? Jawohl, Sir. Na toll, der muss jetzt nah rangehen. Jawohl, Sir. Kommen die da sogar auf den Panzer? Scheinen wir schon irgendwie. Aber sie kommen schon gut voran hier. Ja? Ich habe irgendwie eine bessere Idee. Aber ja, wir probieren das erst. Na komm. Ich habe eine viel bessere Idee. Jetzt werde ich ja von beiden angegriffen. Das ist ja Schwachsinn. Ich gehe einfach hier hoch. Dann werde ich nur von einem angegriffen, maximal. Maximal. Und wir haben es aus. Aber scheinbar leider kann der Raxiron nicht weit genug wegstehen. Von dem Mistding. Wieso schießt er darauf? Und das... Was? Wieso? Das ging ja vorhin viel besser, als ich in der Mitte stand. Ich dachte... Ich verstehe das nicht. Verstehe es nicht. Kann er jetzt nicht mehr... Jetzt geht's doch. Wird's jetzt repariert? Jetzt speichern wir erstmal diesen Fortschritt. Ah, wie schön es ist, wenn man schnell speichern kann. Mir fehlt nur noch ein Shortcut zum Speichern, wenn ich nicht immer ins Menü muss. Ich glaube, den gibt es in keinem Command Conquer Teil, auch später nicht. Das ist doch ein Armutszeugnis. Der wird es von beiden... Er schießt einfach nicht, der Idiot. Der hat überhaupt keine Daseinsberechtigung. Ich hätte ihn nicht erstellen sollen. Wo ist noch ein Dingens? Na gut, wir versuchen es jetzt mit einer erhöhten Geschwindigkeit etwas zu beschleunigen. Ging es nicht dann rasend schnell, wenn man hier unten war? Die Mauer trifft auch noch mit ab und zu mal. Ja, wenn man nicht... Guckt mal an, wie schlecht der trifft. Der ist doch betrunken. Nach unten links vielleicht mal gehen. Geht's dann mal schneller. Irgendwann muss das eigentlich passen. Problem ist echt dieser Obelisk, an den komme ich nicht ran, ohne dass er mich killt. Irgendwo muss hier also noch ein Kraftwerk stehen. Ich habe jetzt zwei Kraftwerke von denen gekillt. Und das reicht immer noch nicht. Das muss ich auch mal vorstellen. Ich versuche jetzt mal mit ihm hier den Sammler anzuticken. Und dann mal gucken. Dumm. Sekunde, dann laden wir wieder. Ich will den nicht beschädigen. Warum muss er so nah an der Mauer entlang fahren? Das machen sie doch immer. Das dauert gar nicht lange. Allalalala. Und ja genau, gleich kommt ja hier unten ein Hubschrauber, habe ich ganz vergessen. Ja gut, mit den Leuten kann ich den ja empfangen. Nur der Ingenieur sollte vielleicht ein bisschen in Sicherheit gehen. Erstmal. Ich weiß nicht, ob der unbedingt hier unten kommt oder weiter oben. Aber den muss ich auf jeden Fall in Empfang nehmen. Ja, das war mein Plan, aber es kommt niemand raus. Scheinbar gibt es keine Einheiten mehr in ihrer Basis. Ich muss also nur die Verteidigungsanlagen loswerden. Es muss mit ein paar Raxiros besser gehen. Wird gebaut. Den bringen wir jetzt kurz nochmal in Sicherheit. Jetzt habe ich aber einen großen entscheidenden Vorteil, aber keinen Panzer wie bei vergangenen Versuchen. Ei, das dauert ja überhaupt nicht lang. Oh, ich habe noch 3 Techniker, die können noch viel ausrichten. Die können noch ganz viel bewirken. Die können auch ewig reparieren, denn die haben immer Geld. Aber der Sammler holt hier ja auch ordentlich. Hat er sich gerade selbst beschädigt, indem er geschossen hat? Oder hat der Sammler aus dem Fenster geschossen? Denn der Sammler hat ja gar nichts gemacht, der hat nur geguckt. Die hätten wahrscheinlich ausgelacht.
Ja, dann werde ich mich gleich mit meiner ganzen Armee draufwerfen. Habe ich den Ingenieur nicht eigentlich weggestellt? Hatte ich zumindest vor. Habe das wahrscheinlich wieder geladen gehabt. Deswegen speichere ich jetzt auch nochmal. Der Sicherheit willen. Oh, und es reicht sogar noch für noch ein. Vielleicht reicht das jetzt auch so. Wir probieren sowas einfach mal aus. Habe ich die Spielgeschwindigkeit nicht höher gestellt? Warum ist das so langsam? Und das ist auch ohne Aufnahme so. Irgendwie ist da im Spiel was nicht ganz stimmig. Das ist 20 Jahre alt, das Spiel, und meine CPU hat da scheinbar Probleme. Keine Ahnung, manchmal. Ich will jetzt warten, bis der Sammler weg ist, natürlich. Es wäre natürlich tragisch, wenn der meine ganzen Leute überfährt. Der nutzt einfach die feindliche Eindringsnische für sich aus. Auf den Obelisk, wa? Das ist echt die Frage, wo kommt der Sammler? Der Sammler? Ja, ich brauche den Sammler auch noch. Ich darf ihn gar nicht kaputt machen. Ich brauche ihn ja. Jetzt kommt er gerade raus wahrscheinlich. Ja, da kommt er. Ja, versuchen wir es. Wie er jetzt plötzlich getroffen werden kann, das ist auch seltsam. Sehr kurios. Aber vielleicht reicht das ja so. Gucken. Jetzt geht's quasi so schnell alles. Ja komm, das müsst ihr doch noch schaffen hier. Das eine. Er macht nichts. Er könnte ja vielleicht mal mithelfen. Kommt schon. Wenn ich das schaffe, dann reicht das vielleicht schon. Na also. Vielleicht ist das völlig ausreichend. Denn jetzt haben die gar keinen mehr an ihrer Basis. Da kann ich jetzt 7-3 nennen. Der fehlt nämlich. Hab zwar meine ganzen Einheiten verloren, aber das heißt ja gar nichts. Das kann ich nämlich. Mit dem Ingenieur endlich. Ach, kurz, ja. Die Raffinerie einnehmen. Wo haben die bitte schön noch ein Kraftwerk? Jetzt muss er hier halt durchkommen, unbeschadet. Lass bloß meinen Ingenieur in Ruhe. Unglaublich. Er läuft einfach rein. Der Sammler wollte mir gar nichts, aber er ist einfach reingelaufen. Ach, jetzt hat er den gekillt. Den wollte er haben. Da war er wild drauf. Aber ich muss mich hier in Sicherheit bringen, kurz. Und dann machen wir das jetzt hoffentlich nochmal. Aber besser. Wir kommen ja voran, man sieht. Wir steigern uns. Wir steigerieren uns. Und jetzt kommen wir hier auch durch. Und das Geld, das er gerade sammelt, das sammelt er schon mal für mich. Das Problem ist, das Teil müssen wir noch irgendwann kaputt kriegen. Achtung. Fuck it! Wie schlecht. Ich dachte, ich wollte so früh wie möglich, damit ich das Geld auch von Anfang an bekomme. Und er nicht ein bisschen noch Nord überträgt. Aber man sollte schon noch ausreichend warten, bis er auch wirklich drin hängt in der Raffinerie. Und jetzt. Dann machen wir auf jeden Fall noch Ingenieur. Für den Bauhof. Und mit diesem kann ich dann auch oben lang fahren. Da muss ich jetzt echt aufpassen, dass das Teil mich nicht erwischt. Das ist nervig. Dann sammel halt da. Ich kann versuchen mit ihm, ich glaube, den brauche ich eh nicht mehr. Dann speichere ich hier. Ob ich mit ihm das nicht einfach kaputt kriege. Dann nervt zwar noch dieser unten, aber da unten, da komme ich ja eh nur ganz selten hin. Na also. Vielleicht das auch noch. Warum nicht? Ah, perfekt. Ist das nicht herrlich? So, speichern 7-4. Jetzt habe ich hier meine Ruhe und kann mich in Ruhe umsehen. Ich habe zwar noch keine Energie, deswegen dauert das so lange. Stimmt, die Teile muss ich auch noch kaputt machen. Dann kommen die ja erst mit ihren Super-Einheiten auf dem Hubschrauber. Ah, da kommen sie. Jetzt muss ich die irgendwie kaputt machen. Oh oh, schaffe ich das?
Es lief so gut. Ich habe mit meinem Kommando einfach den ihre Kommandos kaputt gemacht. Das war witzig. Ja, alles eine dieser Frage. Das Problem ist, jetzt kommen sie. Ich erwarte sie hier. Das könnte jetzt ein Problem werden, sonst machen die meine Raffinerie vielleicht kaputt. Ich kann ihn ja noch als Kanonenfutter holen, damit mein Kommando unbeschadet bleibt. Ich muss erst... Ne, da kommen sie. Ich dachte schon, ich muss erst in die Basis reingehen. Er kommt zu spät, mein Kanonenfutter. Ja, ja, ja. Die sind so dumm, die laufen mir einfach rein. Mann, da habe ich aber Glück gehabt. Da habe ich aber Glück gehabt. Schwein. Esel. Sowas von. Hier ist jetzt alles gesichert. Sehr schöne Sache. Jetzt muss ich nur noch über den Fluss kommen. Gab es denn nicht irgendwann mal ein Leuchtfeuer? Ach ja, da muss ich erst die Flugabwehr hier vernichten für. Ich weiß nicht, soll ich hier irgendwas kaputt machen? Ich glaube, die Kraftwerke haben sich nicht gelohnt. Ich kann gleich neue bauen. Aber vorher speichere ich, bevor mein Kommando noch Schaden nimmt. Das tut er nämlich sowieso. Ja, er ist schon fast wieder am Ende. Aber ich werde hier unten jedenfalls wohl keine Angriffe mehr befürchten müssen. Die werden nicht stattfinden. Dürfte anzunehmen sein. Wo willst du hin? Du sollst hier rein. Ja, wartet mal kurz. Ich glaube, ich kann das nicht so lassen gerade. Ja, das meinte ich. Dann muss ich mal kurz laden. Geht das nicht irgendwie besser? Ich mache erstmal die Teile kaputt, das sind die wichtigsten. Da sieht man auf jeden Fall, sie haben noch Kraftwerke. Warum ist das... Ist ja so schwach im Nehmen, er ist eigentlich so stark. Wegen einen einzigen Typen. Jetzt kommt nächstes Mal keiner raus, das sind die schönen Momente des Lebens. Oh, speichern.